weil man es ja nicht weiß. Aber ich denke schon. Nein, ich bin nicht schwul. Ich habe das von meiner Mutter kopiert. Die hat diesen Satz nämlich gesagt. Auf die Säule rauf. Auf die Säule. Gut. Shit! So stirbt die übrigens, wenn man auf den Boden fällt und dabei STRG drückt. Falls ihr das nicht wusstet. Fall runter! Warum ist denn runtergefallen? Wenn ihr wollt, dass sie nicht so dumm rumdingst, dann, dann drückt einfach STRG, dann fällt sie so um. Weil wenn ihr es nicht macht, dann flatscht die manchmal so übelst lustig mit ihren Titten auf dem Boden rum. Das ist mir wirklich oft passiert. Es gibt da so einen Raum, der ist auch in Thailand. Und da geht es so tief, wenn man da runterfällt, dann bounzt die mit ihren Busen wieder hoch. Aber die stirbt, also die ist tot und ihre Busen bouncen sie hoch. Das ist so... Oh, das ist schon nicht mehr lustig. Yay! Mach keinen Scheiß, Lara. Was? Ich hab doch gesagt, ich kenne Geheimnisse. Was? Und hier auch noch ein Lebenstrank. Aber ich benutze irgendwie nie Lebenstränke. Ich bin da so übelst sparsam, was eigentlich nicht gut ist. Ich meine, Lebenstränke sind dazu da, um benutzt zu werden und nicht um gespeichert, gespart zu werden. Au. Das hat bestimmt wehgetan. Kann doch nicht angehen hier. Wie hoch die runterfällt. Ui, haben wir ihr gerade in die Hose geguckt. Warum haben sie da nichts animiert? Schnief. Fadenkreuz auf das Ziel und drücken Sie H. Und hier hätten wir eigentlich hinkommen müssen. Aber nein, wir mussten es nach unten angeln. Und hier gibt es übrigens auch noch ein Geheimnis. Dieses geile Geräusch, wenn die sich irgendwo festhält. Ich weiß nicht. Da kommt immer so ein Klack. Das Geräusch mag ich voll. Wow! Komm, schrei, du bist... Hör auf zu schreien, du bist schon tot. Übrigens, ich finde nur die Konsolenversion von Tomb Raider Underworld gut. Außer die NDS-Version. Weil die ist ziemlich für den Arsch. Oh mein Gott! Du kriegst mich nicht! Komm, wohin jetzt? Ich werde das selbe Gefühl nicht los, dass ich hier falsch bin. Kämpfen gehen! Hallo, Pflanze! Lasst mich doch in Ruhe.
Wie geil! Was bist du denn für ein Viech? Und zwar kann man hier rüber. Und dann kann man irgendwie rumklettern, aber das wollen die einen hier nicht zeigen. Waffenauswahl. Maschinenpistole. Yeah. Gott. Anscheinend scheint die Pistolenmunition für die Extra-Pistolen begrenzt zu sein. Genauso wie man es doch von Tomb Raider erwartet. Wenn die, wenn da so ein Zeichen steht. Also so ein rot, so ein orangenes Zeichen mit einer Hand drauf, heißt das eigentlich lediglich, dass die Lara kurz vorm Abstürzen ist und man sie davor schnell retten sollte, weil sie sonst stirbt. Meistens. Und nein, soviel ich weiß, kommt man nicht mehr über diese Stangen zurück. Weil man sich nämlich auf diese Dinge da nicht stellen kann, so viel ich weiß. Außerdem kommt man da oben nicht wieder hin. Also, what? What? Gut, das Geheimnis hätten wir. Schnell mal wieder Munition gewechselt. Okay, hier Licht anzumachen ist ein bisschen unnütz. Das war jetzt weniger lustig. Aua. Ich hab Wochenende. Yay. Genau wie ihr. Was? Hi. Yay. Und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich noch mehr aufnehmen als sonst. Aber das Hochladen wird natürlich wieder etwas weniger sein. Vielleicht auch mehr, weil ich will nicht so viel in meiner Hochladeliste haben. Okay. Oh Gott! Dass ich da überlebt habe, das ist... Au. Gestorben ist. Dass sie sich jetzt nicht verletzt hat, wundert mich. Mehr aber auch nicht. Ui, das war ein geiler Sprung. Schnell noch das Geheimnis öffnen. Au. Oh. Man muss in diesem Spiel meistens echt die Dinge anwenden, die man im Laufe des Games mehr lernt. Ui. Bedeutet quasi, das Spiel ist wirklich teilweise fordernd. Als ich das erste Mal gespielt habe, wusste ich an einigen Stellen echt nicht weiter. Zum Beispiel im Allerendlevel. Konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie das gehen soll. Warum hat man nicht mal gebrochene Beine animiert? Das ist so hirnlos. Aber cool. Ich lasse das jetzt auch auf den Oberflächendetails hoch, weil das sieht wirklich doch um einiges besser aus.
Aber Anti-Aliasing werde ich nicht einschalten. Los! Da hinten! Los! Meine Fresse. Cutscene! Das ist vedisches Sanskrit. Die Zeichen sind ziemlich verwittert. Bhugavati von der Siebten. Das muss sich auf die Hauptstadt von Patala beziehen, der niedersten Unterwelt der Hindus. Sie wird von Schlangenmenschen bevölkert. Allerdings war der erleuchtete Narada ziemlich angetan von ihr. Mit angetan wohl eher Bock auf Sex. Das da oben ist Shiva. Und darunter, das ist seine Gefährtin Kali. Okay. Hier wollen wir speichern. Und zum Abschluss des Let's Plays, also das für heute. Ciao!